Wingull. Na, es geht ja schon mal gut los. Also ich war jetzt eigentlich nicht darauf vorbereitet, dass wir hier kämpfen müssen, aber sei es drum. So, wir machen zuallererst mal Stachelspore. Oh, komm schon, Stefan. Ernsthaft. Er greift auch gleich effektiv an. Wir machen trotzdem Stachelspore. So. Schon mal gut. Ah, er trifft trotzdem. Aber da holen wir mal unseren Trumpf aus dem Beutel. Nämlich Sprudel. Tja. Ja, wie er einfach mal angreifen kann. Weißt du, Paralyse bei mir gefühlt 75% mit Wahrscheinlichkeit, dass es daneben geht. Und bei ihm 75% Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Ja, na klar. Natürlich. Warum auch nicht? Es hat nur noch Flügelschlag, so eine Schlagattacke. So. Schneckmack. Ach, ein Feuer-Pokémon. Ah, toll. Schneckmack hat bestimmt eine schlechte Spezialverteidigung. Oh, ein Glück. Ein Glück. Steinwurf. Gar nicht witzig. Vor allem, weil ich ja, weil Pudox ja doppelt schwach gewesen wäre. Quatsch, Pepinella. Ja, am besten brenne ich gleich noch. Ah, ja, also an Feuer beiß ich mir im Moment auch noch die Zähne aus. Was? Oh nö, komm schon. Eine Runde habe ich noch. Nein! Und es ist eingeschlafen. So. Dann. Erstmal kriegt Stefan einen Sprudel. Ja. So, jetzt werde ich Stefan einwechseln. Ich habe Erstschlag, weil ich von dem besiegten Pokémon rauswechsle. Damit werde ich Schneckmark dann besiegen. Und zwar mit Windstoß. Trefferwahrscheinlichkeit 100%. Ich muss nur 1 KP Schaden machen. Wie jetzt? Es ist nicht uneffektiv? Ah, okay. Reptine hat sie schon. Das ist, glaube ich, die mittlere Stufe. Gag Arbor zu Reptine. Und Reptine ist aber Typ Pflanze und damit, ja, ich wechsle eh nicht aus. Und damit schwach gegen Flug. Ich habe Step-Bonus auf Flug. Fast ein One-Hit. Aber er ist schneller als ich. Ja, du kannst Verfolgung machen, wie du willst. Wenn ich auswechsle, ist Stefan tot, aber ich wechsle nicht. So, und das müsste es jetzt auch gewesen sein. War ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und vor allem das Schneckmark bereitet mir mehr Probleme als ihr Reptile. Level 23 sogar. Ja. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht habe. Tja, kannst mal sehen. Midman, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, dies ist von mir für dich. Na, den brauche ich eigentlich nicht. Das ist ein Detektor. Ach. Probier mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Midman. Es hört sich aus meinem Munde zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Ja. Oh, und sie hüpft auf ihr Fahrrad oder was? Wie fies. Habe ich eigentlich ein Flugzeug oder sowas in der Hand? Ja. Was? Ich will aber nicht. Ich muss zum Pokémon Center, aber ich will nicht. Ein Minun. Ach, weißt du was, Minun? Weißt du was? Tschüss! Ach, jetzt... Ach, siehst du, den wollte ich fertig machen und dann bin ich ja doch vorher in einem anderen Kampf gewesen. Ich habe hier im hohen Gras einige coole Pokémon gefunden. Mhm, ja, hier gibt es noch ein paar coole Pokémon, die ich aber leider nicht fangen darf.
Teenager Friede. Oh, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Oh nein. Ich versuche erstmal als Zauber. Naja, das geht ja. Pflanze ist spezial, da kann er seine Verteidigung stärken, wer will. Das geht ja. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte gerade schon. Au. Okay. Ah, ich dachte gerade schon, ich muss jetzt irgendwie mit Flug angreifen. Also mit Flug wäre ich uneffektiv gewesen. Und ich dachte gerade schon, ich lasse mich jetzt von einem Stol Junior besiegen. Aber wenn Pflanze ganz normal angreift, dann habe ich natürlich einen Vorteil. Und was hat er jetzt noch? Ein Fritzelblitz. Fritzelblitz finde ich schon wieder nicht so cool, weil Elektro ist gut gegen Flug. Ich weiß noch nicht, ob Flug schlecht gegen Elektro ist. Ja, ist es. Hm, naja. Oh yeah, Donnerwelle, ich bin paralysiert. Habe ich ja Spaß dran. Und wetten, es geht jetzt daneben, weil ich paralysiert bin? Ja, natürlich. Er steigert seinen Angriff, was ihm nichts bringt. Es sei denn, immer Druckzuckieb oder sowas. Aber jetzt bringt ihm das sowieso nichts mehr, denn er ist besiegt. Ich glaube, ich werde mir erstmal Schutz kaufen. Nur cool zu sein verhilft einem nicht zum Sieg. Ja, das stimmt. So. In Malfenfroh bekomme ich dann auch ein Fahrrad. Aber erst nochmal ins Pokémon Center. Oh, der Ton buggt. Alles wie in der Nuzlocke hier gerade. Lag, buggender Ton. Ist doch scheiße. So. Aber ich habe immer noch das Gefühl, überlevelt zu sein. Was gerade die Trainer so angeht. Gott, diese Musik. Dafür nehme ich nochmal ein paar Schutz hier. Wie viel Geld habe ich denn? Ja, 5 Schutz. Und damit müsste ich eigentlich nach Malfenfroh kommen. Oh, oh, du wolltest doch gar nicht rein. Oh, hey, wenn das nicht Batman ist. Los mit Kraten, Batman, du stellst deine Herausforderung im Kampfcamp. Ja, yeah, eine gute Idee, eine wirklich sehr gute Idee, denn ein starker Trainer ist wie geschaffen für das Kampfcamp. Gib dein Bestes. Ja, kommt mir irgendwie suspekt vor. Kampfcamp, finde, ist das ultimative Pokémon. Oh, da gehen wir einfach mal kurz rein. Was ist denn das hier Witziges? Oh. Wäre es nicht schön, wenn sie eine größere Auswahl hätten? Mhm. Du kannst ja so viel kämpfen, wie du willst, selbst wenn du keine starken Pokémon hast. Ich mag eigentlich keine Käfer-Pokémon, aber vielleicht sollte ich zur Abwechslung doch welche fangen. Wer weiß, vielleicht finde ich sie dann doch ganz nett. Fräulein, willst du dich mit mir anlegen oder was, hä? Willst du was? Was Problem? Hä? Hä? Oh, jetzt leckt es. Willst du rangeln? Hä? Käfer-Pokémon sind der Oberschild, ja? Ich habe keine Pokémon gefunden, die, nun ja, wie für mich gemacht sind. Und dann habe ich mir gedacht, ich beschwere mich, nun ja, bei dem Typen hier. Aber der hat nicht mehr zugehört, Mann. Das ist vielleicht nur eine Idee. Hey, zieh dir das mal rein. Hier, Mann, das ist für dich. Oh, ich habe eine TM bekommen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das ist die TM 41, weißt du? Hey, das ist voll der Knecht, sag ich dir. Der Gegner wird so daran gehindert, eine Attacke zweimal hintereinander einzusetzen. Auszuführen. Aber nun hör mir gut zu. Ich würde nie Vorderknecht gegen dich einsetzen. Oh, du bist ja netter. Willkommen im Kampfcamp von Graphiport. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du am Wechselkampfturnier teilnehmen? Information dazu. Hier im Kampfcamp von Graphiport City halten wir Wechselkampfturniere ab, die mit Leih-Pokémon ausgetragen werden. Als erstes leihst du dir 3 Pokémon. Mit diesen kannst du an einem Einzelkampf teilnehmen. Gewinnst du, darfst du ein Leih-Pokémon tauschen. Wiederhole diese Folge von Siegen und Tausch. Gewinnst du 3-mal in Folge, erhältst du einen Preis. Wenn du die Herausforderung abbrechen willst, speichere dein Spiel. Wenn du ohne zu speichern abbrichst, wirst du disqualifiziert. Möchtest du am Wechselkampf teilnehmen? Ja, kann ich mal machen. Bevor du dich Herausforderungen stellst, speichere ich dein Spiel, okay? Yo.
Ja. Batman hat das Spiel gesichert. Sehr schön. Bitte hier entlang. Da kriege ich einen Preis. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Mhm. Dann kannst du dir aus einer Anzahl von Pokémon ein paar ausleihen. So. So, ich nehme auf jeden Fall Wingull mit. Ich weiß nicht, ob ich Magnetilo oder Plustle nehme. Spezialangriff 56. Funkensprung. Magnetilo. Bericht. Robustheit ist natürlich schon mal ziemlich gut. Oh, Spezialangriff 80. Ich nehme auf jeden Fall Magnetilo mit. So, dann gucke ich mir mal den Bericht zu Pandya an. Verhindert Verwirrung ist gut. Angriff 58. Irrschlag ist eine ziemlich gute Attacke. Hypnose ist auch nicht schlecht. Krakelo. Immun gegen Lärmattacken, okay. Angriff 66 ist schon mal besser. Es kann aber keine guten Attacken. Geradax. Ja. Angriff 59. Kopfnuss ist natürlich echt gut. Fies. Aber ich glaube, ich nehme lieber Pandya mit. Das hat mir jetzt am besten gefallen. Ja. Mit Erholung und Hypnose und so, das ist schon ziemlich cool. So. Los, ich will ein Welser! Okay, dann hol dir eins. Oh. Schnöse Igor. Pelipper. Sehr schön. Gegen Pelipper werde ich auf jeden Fall Magnetilo einsetzen. Ja, das ist mir egal. Aber Pelipper hat eine Vierfachschwäche gegen Funkensprung. Also gegen Elektro. Ja, One-Hit. So, wen bringt er jetzt? Schmerbe. Müsste Typ Wasser-Boden sein. Wir machen erstmal Donnerwelle. Ja, alles klar. Schmerbe ist Typ Wasser-Boden. Wasser-Boden, Wasser-Boden, Wasser-Boden. Wie greife ich denn da am besten an? Stahl ist schlecht gegen Wasser. Ich glaube, Stahl ist sogar schlecht gegen Wasser und gegen Boden. Was kann Pandya nochmal? Pandya kann Irrschlag finden. Das bringt mir auch nicht viel. Dann nehme ich Wingull. Das kann garantiert eine Flugattacke. Und Flug ist egal gegen Wasser, aber gut gegen Boden. Und Aquaknarre bringt überhaupt nichts, weil es nicht sehr effektiv ist. So, ja, wir machen auf jeden Fall Flügelschlag. Okay. Ja, die Stärke des Feuers wird geschwächt wahrscheinlich. Ja. Okay, Flügelschlag bringt nicht viel. Machen wir mal Stahlflügel. Wir können keine Wasserattacke? Was ist denn das für ein Pokémon? Oh, noch schlimmer. Okay. Es schlug fehl. Lebensmittel hat er nämlich schon mal gemacht. Dann machen wir einfach Flügelschlag und machen es down. Oh Gott, ein Glück habe ich ein Flug-Pokémon. Oh, Intensität. Da wäre Magnetilo jetzt tot gewesen. Gut. Weilmer ist nur Typ Wasser und wird sich jetzt Magnetilo stellen müssen.
Oh, ein Glück ging das daneben. So, wir machen nämlich jetzt sofort Funkensprung. Und mit Magnetilos Spezialangriff und der Schwäche keine Chance. Tja, bitte, ich brauche wirklich Invelser. Toll, hol dir eins. Vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Okay. Der zweite Kampf steht bevor. Bist du bereit? Nö, können wir weitermachen. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt nehmen können. Wir gucken mal, ob wir Wingull tauschen können. Gegen Pilippa, Weimer oder Schmerbe? Nehmen wir auf jeden Fall Pilippa mit. Das ist nämlich die Weiterentwicklung. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ich will jetzt ein Ei genießen! Willst du Pokémon-Eier essen? Du bist vielleicht eine kranke Sau. Diese ganzen... Ach, nee. Was für Leute, die unterwegs sind. Illumise. Oh, die habe ich, kann ich auch irgendwann noch fangen. Typ Käfer. Und was wäre da besser als Flügelschlag? Tackle Volltreffer. Oh, starke Verteidigung. Du Fiesling! Ist die Attacke natürlich wunderbar. Können wir Nassmacher. Oh, gegen Georock. Stein. Stahl ist gut gegen Stein. Können wir noch eine Stahlattacke? Nein, können wir natürlich nicht. Aber Metallsound ist eine Stahlattacke, soweit ich weiß. Also, glaube ich jedenfalls. Ah, aber Georock ist natürlich auch Typ Boden. Wir machen erstmal Superschall. Und, komm, verlässt dich selbst. Verdammt. Okay, Magnetilo ist tot. Und Lag. So, Lag ist vorbei. Alter! Hör auf zu laggen! Okay. Gut. Pandir. Hypnose. Ja, es trifft. Dürfen wir eigentlich auf unseren Beutel zugreifen? Ah, schade. Finte greift. Unlicht ist Spezial. Georock hat eine schlechte Spezialverteidigung. Naja, solange es schläft. Aber Irrschlag macht ist stärker. Ach du Scheiße. Wir machen weiter, Finte. Aber gut, dass der so lange schläft. Okay, ist aufgewacht und was macht es? Zu wird? Komm schon. Haha, durch Irrschlag. Ja! Ja! Und gleich nochmal einschläfern. Nein! Komm schon, verlässt dich selbst. Komm schon. Ja! Dann können wir jetzt auch Finte machen. Eins besiegt. Illumise kommt wieder. Wieder Pilippa nach vorn. Ach, Freunde. Das ist ja aufregend hier. Was ist das? Was? Blödes Vieh.
Oh nö. Zwei Stufen Angriff runter. Wie soll ich dich denn jetzt totkriegen, du Miese? Ja, Zugabe kannst du ruhig machen. Das mache ich gleich nochmal, Flügelschlag. Oh, ey, der Leck kriegt mich richtig auf gerade. Oh, und sogar ein Volltreffer. Pilipper, du bist der Boss. So, Kirlia. Oh, das ist ein Psycho-Pokémon. Ach, ich kann jetzt nur noch Flügelschlag machen. Ach, du Scheiße. Mhm. Boah! Ja, toll. Jetzt kann ich nur noch Flügelschlag machen. Gedankengut. Was macht der Spezialangriff steigt? Na toll. Wir machen einfach weiter Flügelschlag. Oh, ein Volltreffer! Ja! Pilipper! Okay, das könnte jetzt wehtun. Oh ja. Oh, auch noch ein Volltreffer. Oh, unverwirrt. Jetzt ist beendet. Wir machen einfach mal Windhose. Und wenn Pilipper jetzt trifft... Na, toll. Oh, zieht nur 3 ab. Ja, ich weiß, dass Pilipper fast tot ist. Das muss jetzt nicht dreimal piepen noch. Komm schon, Pilipper, komm schon. Komm schon. Ach, komm, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass ich mich selber verletze. Okay, ich glaube, Fraps hat, sagt mir, dass die Platte voll ist. Deswegen werde ich an dieser Stelle mal speichern und die Aufnahme beenden. Okay, angeblich, ich weiß nicht, also, ja, Leute, ich speichere hier mal und beende die Aufnahme. Ich nehme jetzt schon eine ganze Weile auf. Und, ja, wir machen den nächsten weiter und werden dieses Kill-Ja mit Pandia zu Grund und Boden richten. Ja, bis zur nächsten Folge und, ja, tschüss.